Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ich habe die Nebenquest schon mal hier angepeilt, von wegen diese Leanche finden, wie sie ja genannt wird. Und da unten sieht man schon unsere ersten Leichen, die wir irgendwie ja zerstören sollen, damit sie nichts mehr zu fressen hat. Hier müsste aber auch eine liegen, genau. Ich hoffe, das klappt alles dann so. Das war die eine. Wir schänden die Leichen. So, dann laufen wir mal gleich auch zu der hin. Das sind die frischen Leichen. Die brauchen die zum Fressen. Schön. Und dann wird sie sich ja wohl in ihre Höhle oder so angeblich zurückziehen. Und ja, mal gucken, ob das alles so klappt. Feinde gibt es ja hier auch immer irgendwie genug. Und ich nehme mal an, dass da oben ist die Burg oder was, wo wir auch hin sollen für den Hauptquest, also für das Haus der Sorgen. Was heißt Hauptquest? Eigentlich ist es kein Hauptquest, aber ich zähle es einfach immer so dazu. Warum ist... Ich habe die Waffen aus Versehen sekundär... Und ich probiere gerade andere Chakrams aus. Okay. So, und da wird sie auch irgendwo sein. Die wir brauchen, unsere Leanche. Die soll hier sein, oder was? Nein. So, jetzt können wir sie töten. Jetzt geht's aber los. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. So ein bisschen, ich finde die auch ein bisschen so, weiß ich nicht, so mystisch unheimlich irgendwie. So, nehmen wir mal hier einen Trunk, einen kleinen. Dann gehen wir mal hier rein. Gehört, wie gesagt, nicht direkt zum Haus der Sorgen. Ist aber, finde ich, ein cooler Nebenquest. Oh, hier gibt es aber viele Feinde. Ist das überhaupt machbar, hier irgendjemanden so zu erledigen? Bin ich mir ja nicht so sicher. Die sehen mich ja sehr schnell so schon. Der sieht mich jetzt auch gleich schon. Und wenn nicht der, dann der. Nee, das wird nichts. Da vorne ist sie schon. So, das war sie. Die Arme. Die hatte nicht eine große Chance irgendwie, aber zugegeben, wenn immer diese kleinen Nebenviecher mit auftauchen, dann ist das alles auch gar nicht immer so einfach. Man muss sich schon konzentrieren, weil die sich halt wieder regenerieren können. Das ist halt mega scheiße. Wenn man dann so denkt, man hat sie gleich und dann
macht die einmal ihren Wirbelzwirbel und zack, geht's ihr wieder gut. Das ist halt einfach scheiße. So, wenn ich jetzt hier durchgehe, kriege ich dann wenigstens eine Belohnung. Okay. Kannst du jetzt mal bitte sterben? Danke. Und dafür kriege ich ein paar Münzen. Sehr, sehr gnädig. Keine Truhe, nichts Cooles. Doch, hier. Sogar leicht. Oha, jetzt geht's hier wieder los. Eins, 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 zwei. Whee, ich bin so gut. Yay, aber einen Hammer brauche ich eigentlich nicht. Ach, ist das schön. So, dann machen wir die auch nochmal fertig hier. Was kriege ich hier Feines? Nichts? Sehr nett. Okay, hat sich richtig gelohnt. Dann laufen wir hier wieder zurück. Das war keine so große Höhle. Da vorne könnte man nochmal an die Kiste ran, wenn sich das gelohnt hat hier drinne. Okay, klar, wir haben die Nebenquest eh schon gelöst, aber... Huch, hallo. Die Bestie getötet. Und wo ist jetzt meine Truhe? Ich will kein Schattenprisma. Warum habe ich das mitgenommen? Da ist ein Versteck. Komm her, du Versteck. Wo bist du? Hallo? Hier leuchtet und glitzert's doch. Es funktioniert nicht. Ich habe es umsonst hier gemacht. So eine Scheiße. Ich hasse sowas. Gut. Tschüss, Leute. Tote Höhle. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt mit der Leanche. Was ist? Wer redet denn da mit mir? Ach so, hier, hey. Ich habe gespürt, wie Miatras Energie nach Eshara entwichen ist, Sterbliche. Ich bin froh, dass die Angelegenheit ein Ende gefunden hat. Wenigstens ist die Grube jetzt nicht einer größeren Gefahr der Verderbtheit ausgesetzt, als das ohnehin schon der Fall ist. Ich danke euch für euren Beitrag dazu. Nehmt als Bezahlung dieses Schmuckstück. Ich habe es an der Leiche eines der Euren gefunden. Möge es euch auf euren Reisen dienlich sein. Okay, danke. Ja, was denn? Oh, jetzt sei nicht so genervt. So, jetzt wollen wir mal wieder Haus der Sorgen und so. Stimmen der Toten machen wir jetzt. Dafür müssen wir hier nach links laufen. Ja, genau. Jetzt müssen wir wahrscheinlich in diese Burg uns um diesen Typen kümmern. Kedarok oder wie der heißt. Na, das wird ja auch was. Und da oben ist schon... Stimmt, da oben. Ja, stimmt. Da war ja noch jemand, der was wollte. Er hier. Willkommen zurück im Lager, Fremde. Ja. Lebt wohl. Oder war er das? Er will Hilfe. Mitaru segne euch. Noch jemand, der Hilfe will. Gepriesen sei Mitaru. Und möget ihr dafür gesegnet sein, dass ihr dieses bescheidene Lager aufsucht. Ich bin Krieger, ein demütiger Kleriker Mitarus. Ich habe diese edlen Alpha in Frieden begleitet und könnte bei meiner Mission eure Hilfe brauchen, wenn ihr dazu bereit seid. Wir sehen aber nur deinen Hinterkopf. Ich bin mir da nicht so sicher, ob ich darauf dann eingehen sollte. Was soll ich für euch tun?
Die Welt muss erfahren, wie viele von Mitarus Kindern im Kampf gegen diese heidnischen Tuata ihr Leben verloren haben. Ihr findet bei jedem gefallenen Soldaten einen Ohrring. Bringt mir die Ohrringe, damit ich die Toten zählen kann. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich bin euch für eure Hilfe dankbar. Die Soldaten, ihre Leichname sind überall in der Grube verstreut. Jeder von ihnen hat in der Ausübung seiner Pflicht das ultimative Opfer gebracht. Nehmt ihre Ohrringe an euch und ich gebe euch, was immer mir möglich ist. Habt vielen Dank, Wanderin. Die Welt muss davon erfahren. Mhm. Ich habe einige Ohrringe gefunden, hatte ich nämlich wirklich schon. Nun gut, lasst mich euch für eure Hilfe bezahlen. Falls ihr die Zeit findet, nach weiteren zu suchen, ist mir eure Hilfe stets willkommen. Mitaru, also das kann der ja wohl eigentlich selber machen, ne? Mögen die Götter mit euch sein. Genau, ich hatte nämlich diese doofen Ohrringe schon mal eingesammelt, 2 Stück, aber okay. Ihr seid so. Ja. So. Laufe ich jetzt eigentlich richtig hier oder laufe ich ganz, ganz falsch? Nee, um da oben hinzukommen, muss ich wahrscheinlich hier langlaufen, wie es aussieht. Oha. Hier wird gebetet. Wie wär's denn mal mit Feuerschakrams? Hm? Oh, voll nett. Ich finde das immer so toll, wenn ich kämpfe und dann trotz doch nochmal andere auch noch dazukommen. Es ist auch mal ganz schön, wenn andere einem helfen. Weil wir helfen ja auch. Immer. Mal wieder. Hm? Blöd gelaufen, du doofer Borka. Nehmen wir alles mit. Hier haben wir auch irgendwelche... Wer will denn jetzt schon wieder was von mir? So, und was? Was ist jetzt hier, was ich höre die ganze Zeit? Ah, hier das Schutzding, okay. Und sie ist echt ein bisschen langsamer. Guck mal, wie langsam sie läuft. Das ist, weil wir uns eine Krankheit eingefallen haben. Das ist ein bisschen blöd. Und ich wollte hier eigentlich gerade gucken, ne? Hammer der Exekution. Gefrorener Langbogen, okay. Schön, schön. Weiter geht's. Laufe ich jetzt gerade wieder zurück? Laufe ich richtig? Wo soll ich eigentlich hin? Und was haben wir ausgewählt? Doch, wir sind doch richtig. Ja, Stimmen der Toten. Warum muss ich so weit laufen? Weil ich hier hin soll. Das ist sonst wo am Arsch der Heide, Entschuldigung. Aber ich glaube, wir sollten einfach mal die Schnellreise benutzen. Es geht schneller. Die jammern immer noch, die jammern immer. Wir können auch hier langlaufen. Weiter, weiter, weiter. Hier kommen wahrscheinlich auch wieder Borka und so. Weil die immer hier rumhängen. Egal, wie oft man die blöden Viecher hier tötet, sind ja immer wieder neue da.
Ja. Ja, immer drauf. Immer noch das Beste. Schön. Einfach mal immer schön drauf kloppen, wenn es halt geht. So, jetzt gehen wir rein in die Krypta. Schauen mal, was uns hier erwartet. Kid Rock. Töten wir einfach mal. Kommt mal alle her. Wer bist du denn eigentlich? Mhm. Kann man jetzt hier hin? Ach, Geheimtür. Ich mag diese Geheimtüren, das ist cool. Und was finden wir jetzt hier Geheimes? Den richtigen Weg? Könnte sein. Ich mach mal ein Screenie. Ah, ist doch klar. Nie hat man Ruhe. Irgendwas nicht so Tolles. Okay, weiter geht's. Kann ich mich auch anschleichen? Was ist mit dem Bogen hier? Der ist nicht besser, ne? Nee, eigentlich nicht. Er hätte einen Eisschaden, will ich aber nicht. Du Scheißspinne, siehst mich nicht. Okay, du siehst mich. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Egal, wo man hingeht, überall verfolgen sie mich, die blöden Spinnen. Warum eigentlich? Warum sind die überall immer? Naja. Fühlen sich halt wohl. In dunklen Gewölben. Ihr seid also Bizarans Handlangerin? Ich wusste, dass er eine Sterbliche in die Reihen des Hauses aufgenommen hat, aber dass er euch schickt, um seine Drecksarbeit zu erledigen. Wie erbärmlich! Ihr mögt mich vielleicht in den Kreislauf zurückschicken, aber wenn ihr euren Meister seht, dann sagt ihm Folgendes. Er wird die Sorgen niemals in seine Finger bekommen. Wir alle werden ihn aufhalten.
Bam! Ich dachte, ich hau einfach mal direkt am Anfang drauf. Kann ja nicht schaden. Der ist ganz schön stark, merke ich gerade. Es wird nicht ausreichen. Gleich ist es vorbei. Aber vielleicht kriegen wir es trotzdem weiterhin. Wenn er hier weiter so schön in der Ecke steht. Oh, oh, jetzt hat er mich. Oh. Wow. Wow, ist er schnell. Wow. Okay, okay. Ich nehme mal das da. Und das da. Und das da. Genau. Und den habe ich auch genommen. Und den auch. Und gut ist. Der ist tot. Haben wir geschafft. Dann kriege ich die Spinne ja wohl auch an. Okay, da kommen die nächsten. Das ist ja wunderbar. Voll die Plage. Wie viele Spinnen kann man töten, ey, ganz ehrlich. Irgendwann reicht's auch mal, finde ich. Man kann's auch übertreiben. Schwierig. Aber wir haben 15 Dietrich hier, das schaffen wir. Mit einem. Schade. Hätte ja klappen können. Okay, zwei. Drei. Drei. Mit drei Dietrichen. Reparaturkit. Genau das können wir ja gerade gebrauchen, wo mir die Dinger da irgendwie gerade kaputt gedingst sind. Gegenstände. Reparaturkit. So. Sieht alles echt ein bisschen schlecht gerade aus. Wie viele habe ich jetzt? Habe ich nur eins? Und dann mache ich meine Waffen. Oder auch nicht. So, das Schild habe ich jetzt mal gemacht. Alles müsste gerade mal repariert werden, sehe ich gerade. Und jetzt gehen wir zu ihm zurück. Und das habe ich jetzt 100 Mal schon angeguckt. Ach ja, schön. Ich bin stolz auf mich, dass ich das alles so gut schaffe im Moment. Toll, noch mehr Spinnen, noch mehr Spinnen. Es geht mir auf den Sarg. Dann werde ich jetzt mal die hier nehmen. Mann.
Meine Güte nochmal. Das geht mir echt langsam auf die Nerven. Und ich bräuchte echt mal ein Reparaturkit. Mir geht gerade alles im Eimer, merke ich gerade. Das ist echt ein bisschen scheiße. Und wir können hier raus. Hoffentlich. Kommen jetzt hier wieder Gegner. Ich mag nicht und ich muss aufhören. Also wir sehen uns im nächsten Part. Und ich gehe dann nochmal heimlich an die Kiste und mal gucken. Bis dann.